Everything goes, lover boy. Stripping you down to the studs. All of this was a setup. Now you're catching on. Lili, ich muss zugeben, ich hatte dich vorher gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber was ich dann über dich gehört habe, war, die ist bezaubernd. So süß. Aber die Rolle, die du in dem Film spielst, ist gar nicht mehr so bezaubernd. Kann man so sagen. Ja, das ist eine... Es ist auf jeden Fall eine andere. Sie ist sehr viel härter, als ich im echten Leben bin. Und ich finde es immer toll und faszinierend, wenn du einen Charakter machen kannst, der so anders von dir ist und was ganz Neues entdecken kannst und in eine Person reinschlüpfen, die du normalerweise gar nicht bist. Und das durfte ich bei Sky auf jeden Fall. Wie war das? Also da gab es so ein paar Szenen, bei denen ich mir dachte so, boah, die muss richtig Spaß gemacht haben. So. Welche meinst du? Ich fand zum Beispiel, darf man spoilern? Ich fand zum Beispiel, als du Chicken Wings gegessen hast. Ach so, ja. Das war wirklich lustig. Ja, das haben wir relativ gut inszeniert. Der Regisseur Luis Prieto hatte dann eine super Idee, dass ich mich gar nicht umdrehe. Und dass ich diesen Spaß wirklich damit habe, mit was ich dann sage. Ich werde nicht sagen, was ich sage. Das müsst ihr schauen im Kino. Dass ich das wirklich eiskalt spiele und so, als ob das für mich total normal ist. Und ich finde, Sky hat sehr viele Sachen, wo sie gar nicht weiß, wie das auf andere Menschen wirkt. Und sie hat manchmal nicht die Empathie. Sie ist sehr aufnahmefähig, um zu sehen, wie die Leute, was sie wollen, was sie brauchen. Und sie sagt genau das, was sie brauchen und gibt ihnen das. Aber sie weiß manchmal nicht, wie die Sachen, die sie sagt, emotional sie vielleicht auch bewegen. Und ich glaube, sie hat eine andere Wahrnehmung zu den Taten, die sie manchmal begeht, weil sie damit aufgewachsen ist und es nicht anders kennt. Und es ist eine interessante Gratwanderung. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der so ein bisschen Sky-mäßig ist? Zum Glück nicht, sonst glaube ich, würde ich nicht heute hier sitzen. Aber ich glaube, jeder hat manchmal Brüche in der Persönlichkeit. Und ich glaube, bei Sky wurden die einfach noch intensiver gemacht. Und ich glaube, sie hatte die als Kind und ist in einer Familie aufgewachsen, die wirklich darauf gespielt haben und die sehr aus ihr rausgezogen haben und was aus ihr gemacht haben, um Profite zu bekommen und an irgendwie Geld und an Macht ranzukommen. Und sie merkt auch irgendwann im Film, dass das nicht richtig ist und hat diesen noch einen stärkeren Bruch, weil sie jetzt alles, was sie gelernt hat und all die Sicherheit, die sie je hatte, plötzlich in Frage gestellt wird. Und dann weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll. Und dann probiert sie das irgendwie noch durchzuziehen, aber weiß, dass es falsch ist. Und man sieht, dass sie sich da ein bisschen verloren hat und mit sich selbst kämpft, aber ganz in der Stille. Und das ist das Interessante. Oft ist es gar nicht, was man sagt, sondern was in dem Charakter passiert. Und ich finde, die Augen sind da so stark, weil die erzählen oft eine Geschichte, die Wörter gar nicht können. Und da hat Sky viele Momente, wo sie einfach nicht weiter weiß, weil sie plötzlich nicht weiß, ob was sie macht richtig ist. Aber sie weiß auch nicht, wie man es anders macht. Was mich ja immer besonders interessiert bei solchen Filmen und in Interviews, wie das für einen Schauspieler selber war. Also wie ist eigentlich die Geschichte von dir? Du hattest irgendwann kam dieses Projekt auf und hast du, weil man weiß ja, dass deine Mama auch Co-Produzentin ist, wie lief das ab? Also ich, vom ganz Anfang oder wie weit anfangen? Ja, wie du willst. Okay, also ich war irgendwie 14 und da wollte John mit mir arbeiten. Und er hat schon irgendwas in mir gesehen, bevor ich es gesehen habe. Und ich dachte, ich Schauspielerin. Und habe das natürlich abgesagt und wollte die Schule durchziehen. Und es war mir damals sehr wichtig. Und es ist eigentlich schön, weil man sollte Leuten wie John wirklich vertrauen. Wenn er was in dir sieht, solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Und das habe ich dann, nur 4 Jahre später. Und da, er hat irgendwie nie aufgegeben. Und dann kam das Projekt mit ihm auch zusammen und mit Mama. Und dann meinten die, ich soll ein Casting für das Projekt machen. Ich so, ja, super gern, weil bis dahin habe ich auch die Schauspielerei wirklich für mich gefunden. Und ich war fasziniert von dem Skript, von der Rolle, von der Tiefe, von all den Persönlichkeiten. Und es ist natürlich, wenn du am Anfang bist, ist es so ein Fest, sowas zu spielen, weil es so viele Persönlichkeiten sind. Und dann habe ich ein Casting gemacht. Und das ging dann an damals noch Lionsgate, die haben das ja auch gemacht. Dann noch den Regisseur, an die Produzenten. Dann musstest du ein Live-Casting machen. Dann musstest du mit dem Regisseur auch arbeiten. Und ganz wichtig ist, wie du Regieanweisungen annimmst. Wie schnell kannst du dein Spiel ändern? Bedeutet, wenn sie dir irgendeine Notiz geben oder auch mehrere, kannst du das sofort umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann musste ich halt alles Mögliche probieren, Lichttests und hatte dann wirklich das Glück, dass ich die Rolle bekommen habe und konnte es gar nicht fassen. Und dann war auch Covid und ich hatte irgendwie wirklich die Zeit, mich alleine mit dem Charakter tief zu beschäftigen. Und es hat ganz viel Spaß gemacht. Wenn du das so beschreibst, klingt das so anstrengend. Also es klingt ja so, als würdest du wie in so einem Jump-and-Run-Spiel ein Level, zweites Level, drittes Level und dann immer diese Unsicherheit, kriege ich jetzt die Rolle, kriege ich sie nicht. Und dann baut man das doch innerlich noch so auf, dass man sich denkt, oh Gott,
mein Leben ist vorbei, wenn ich die Rolle nicht kriege. Jetzt habe ich schon so viel reingesteckt. Ist es so? Es ist gar nicht anstrengend. Eigentlich auf jedes Level, wo du weiterkommst, denkst du, boah, das ist so aufregend, weil so eine Chance zu bekommen und wenn du ein Casting machst und es gut ankommst, die Freude, die davon kommt, weil ich weiß, wie schwer dieser Job ist. Es gibt viele Schauspieler und so jeder will arbeiten, weil als Künstler willst du nur arbeiten. Und wenn du dann wirklich die Chance hast, dass es gesehen wird und es deine Arbeit von den anderen so gemocht wird, dann freust du dich einfach nur. Und dann ist es die Freude und es ist ganz wichtig, bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, ja, die haben mich ausgewählt wegen den Entscheidungen, die ich gemacht habe, weil ich den Charakter so interpretiere und da einfach bei sich zu bleiben und sich nicht einen Kopf zu machen, aber trotzdem irgendwie die Energien miteinander auszutauschen. Du lebst in L.A., oder? Ich lebe, ja, genau. Eigentlich, wo der Job ist. Ja, jemand hat mal zu mir gesagt, oder ich habe es, glaube ich, mal einmal hat mal jemand zu mir gesagt, der halt auch Schauspieler ist. Und er so, ich könnte jetzt einen Ziegelstein aus dem Fenster werfen und ich würde mindestens einen Schauspieler treffen. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass L.A. is basically actors delivering food to other actors. Also mit anderen Worten, ist echt nicht einfach, in L.A. als Schauspieler irgendwie Fuß zu fassen. Und wie ist es für dich? Ich habe das Glück, dass ich tolle Freunde da habe, dass ich eine tolle Schauspielschule habe, eine gute Uni und ich habe da wirklich ein bisschen auch was für mich aufgebaut. Ich habe ein ganz starkes und tolles Team in Deutschland und auch in Amerika und darf dadurch in Deutschland und in Amerika spielen. Und dieser Austausch auch und diese Sprachen, dass ich das in Deutsch und in Englisch machen kann. Ich meine, ich habe den Film auch selber synchronisiert. Das war das erste Mal, dass ich mich selbst synchronisiert habe und dass ich das machen darf und dass ich beide Märkte so ein bisschen bedienen darf, ist unglaublich. Jackpot. Ja. Kann man noch mal ganz kurz zurückkommen auf John Malkovich? Weil, wieso, also was ist eure Geschichte? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich bin ja so ein bisschen am Set aufgewachsen. Als Baby wollte ich immer dabei sein. Hauptsache dabei. Und oft habe ich nur gespielt oder geschlafen. Aber ich wollte immer dabei sein. Ich hatte mein eines Kuscheltier und wenn es dabei war, war ich glücklich. Und dann war ich natürlich auch immer, seitdem ich irgendwie 6 Monate alt war, mit Mama am Set. Und die hat damals einen Film mit John gedreht und der hat dann immer mit mir Karten im Trailer gespielt. Und dann wurde er immer gesucht, wenn er wieder am Set gebraucht wurde. Und wir waren halt immer und haben Karten gespielt. Und es war irgendwie super süß, weil sogar wo wir jetzt Shattered, gefährliche Affäre, gedreht haben, da hat er das erzählt, wie er immer geschummelt hat. Und es war ganz süß, weil er sich das auch so gemerkt hat. Und es so schön war, weil wir dadurch auch diese tiefe Verbindung hatten. Voll cool. Jemand hat mal zu mir gesagt, Talent allein reicht nicht. Du brauchst jemanden, der es erkennt und dir eine Chance gibt. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich glaube sehr daran, dass du dich so gut vorbereiten kannst, wie du nur kannst in einem Moment. Aber dieser Moment muss kommen, wo es auch wirklich stimmt und jemand was in dir sieht. Vorbereitung kannst du, musst du machen, um dahin zu kommen, an diesem Punkt, wo du erkannt werden kannst. Aber es muss auch irgendein Glücksmoment oder Moment, der ein ganz spezieller Moment kommt. Von Drehbuch bis zu dem fertigen Film. Du hast den Film schon gesehen, gehe ich von aus. Ja, ich glaube 7-8 Mal. Wie findest du ihn? Es ist immer wieder schön, ihn zu sehen, weil dir immer wieder was anderes auffällt. Und es ist verrückt, wenn du das Skript das erste Mal liest und dann am Drehort bist und es machst und dann am Ende final siehst. Und wenn du das von Anfang bis Ende durchmachst, irgendwie 1,5 Jahre, ist es ein unfassbarer Prozess von wirklich, wie Worte auf dem Papier plötzlich was ganz Lebendiges wird und durch die Charaktere und die Schauspieler was Besonderes annimmt, was du davor vielleicht nicht gesehen hast. Es ist unfassbar. Deine absolute Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene? Oh, das ist schwer. Meine Lieblingsszene. Oder die Szene, die dir irgendwie nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, die du spielen musstest, die dich vielleicht gefordert hat oder auf die du stolz bist? Ich würde sagen, es gibt so viele Szenen. Ich liebe all die Szenen. Es gab eine Szene, da komme ich zurück zu meiner Mitbewohnerin. Und da hat der Regisseur was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Der hat 6 Minuten lang einen Take durchgemacht. Das bedeutet, die ganze Szene und die Kamera hat sich mitbewegt. Und es bedeutet, wir hatten 3, 4 Takes, aber jedes war 6, 7 Minuten lang, ohne Pause. Und alles musste sitzen, jede Bewegung, das Blocking, jeder Satz. Und das war toll, weil das war ein bisschen wie Theater, wo du gesagt hast, es ist nicht jede 30 oder jede Minute ist ein Stopp, sondern es wurde einfach die ganze Szene mitgedreht. Und es war ein Erlebnis, wie ich noch nie davor hatte. Und das war cool, weil da war John drin, da war Ash, meine Mitbewohnerin, drin. Da ist sehr viel mit dem Charakter passiert, weil sie weich und hart gleichzeitig war. Das war toll, das in einem durchzuspielen. Das waren 5 Sekunden. Wir haben diesen wunderbaren Hashtag Film ist Liebe. Ja. Ich würde dich bitten, Liebe mit deinem eigenen Wort zu ersetzen. Also Film ist... Film ist Abenteuer, es ist Passion, es ist harte Arbeit, es ist Erfüllung.
Danke dir.